Trotz der Legalisierung bleibt der Handel mit Cannabis außerhalb der sogenannten Anbauvereinigungen, die ab Juli erlaubt sind, strafbar. Dealer riskieren weiterhin Strafen, während ihre Kunden unter bestimmten Bedingungen bis zu 25 Gramm erwerben dürfen. Doch auch die Käufer könnten ins Visier der Ermittler geraten, da der Gesetzgeber bei der Reform übersehen hat, dass der Erwerb von Drogen beim Dealer typischerweise den Geldwäschetatbestand erfüllt. Meist stammt es entweder aus größeren Mengen von Lieferanten oder aus illegalem Anbau, so dass der Tatbestand der Geldwäsche mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren oder Geldstrafen erfüllt ist. Wer Cannabis allerdings aus eigenem legalen Anbau verkauft, begeht keine Geldwäsche. Der Verkauf bleibt zwar nach dem neuen Cannabisgesetz illegal, stellt jedoch keinen Fall von Geldwäsche dar. Das neue Cannabisgesetz bringt einige rechtliche Herausforderungen mit sich und bietet reichlich Stoff für juristische Fallkonstruktionen und Diskussionen. Als erfahrener Strafverteidiger stehe ich Ihnen zur Seite, um Ihre Rechte zu verteidigen und Sie in allen strafrechtlichen Angelegenheiten zu beraten. Mit über 25 Jahren Berufserfahrung und einem tiefen Verständnis für die Nuancen des Strafrechts, insbesondere in der aktuellen Cannabis-Gesetzgebung, biete ich kompetente und erfolgreiche Verteidigung bundesweit. Kontaktieren Sie mich. Gemeinsam finden wir die beste Strategie für Ihren individuellen Fall. Peter, hier kriegen Sie recht.